Hallo Leute, ihr werdet es nicht glauben, wir sitzen hier in einem wunderschönen Garten in Österreich. Salzburg. Es verrat doch nicht alles. Neben mir ist der Willi Wallner, den kennt ihr ja bereits aus Funk, Fernseh, Film, Hollywood und so. Na bitte nicht, der ist besser. Hollywood sagt. Indianer. Ja. Ja, jetzt sitzen wir eigentlich und ich begrüße euch recht herzlich zur Folge. Scheiße. Ich begrüße euch recht herzlich zur Folge 97. Wir wollten euch heute mal ein paar Vaporizer vorstellen. Und da habe ich mir gedacht, der Willi als Cannabis-Patient, der ist ja eigentlich genau der Richtige, um das hier mal mit mir zu testen. Du hast ja einige Erfahrungen, auch aus früheren Zeiten. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was für dich eigentlich normal ist oder gesund ist? Oder? Für mich war gesund war für mich das Öl. Also wenn man Öl pur raucht. Oder aber ist Rauchen nicht an sich gesundheitsschädlich? Ohne Tabak. Ja, aber Rauchen an sich ist doch eigentlich nicht gut, oder? Nein, bei Cannabis eigentlich nicht. Okay. Also ich habe immer gehört, dass sobald etwas verbrennt, das eigentlich nicht gut ist. Also Rauchen ist an sich gesundheitsschädlich, wenn man es... Ich mache sowieso, ich tue es mal verdampfen. Mhm. Das mache ich normal ab und zu, wenn ich so auf der Straße bin oder unterwegs, mache ich mir einen Bur. Okay. Yeah. Aber heute sind wir da, um den Leuten hier mal die Vaporizer-Geschichten zu erzählen, weil das ist nämlich die gesunde Art des Konsumierens. Da haben wir euch eben schon mal ein paar Bilder eingeblendet. Wir wollen euch heute vorstellen, ganz kurz, den Saturn Vap, dann den Vaporizer Kit von G-Spot. Danke an die Jungs, die machen echt immer ganz tolle Sachen, nicht nur Bongs. Und dann haben wir hier noch den Vapocane. Auch den wollen wir euch mal kurz vorstellen. Der ist uns von Near Dark mitgegeben worden. Das mit dem Plakat hier hinter uns hat Folgendes auf sich. Der Geschäftsführer von Hanf & Hanf hat uns lieberweise eine Wasserpfeife zur Verfügung gestellt. Und es ist nämlich hier für die Leute gerade interessant, die eigentlich an ihrer Wasserpfeife hängen. Es gibt ja viele, die Bongs rauchen. Klar, ja, ich auch. Und viele möchten aber auch von diesem Tabak und so weg. Und jetzt haben sich ein paar Leute was einfallen lassen, wie man das Ganze kombinieren kann. Und das wollen wir euch heute mal zeigen. Das ist jetzt der Saturn Vapo. Das Gerät ist deswegen so geschickt, weil es ist schön klein, etwas größer wie ein Kugelschreiber. Sieht auch sehr geschickt aus. Ist zu laden mit einem USB-Stick. Eine ganz tolle Sache. Das ist der eigentliche Vaporisator. Das da oben sind die Mundstücke. Die kann man austauschen, noch mit einer Kappe, damit jetzt nicht Flusen oder irgendwas drankommen. Da haben wir noch einen speziellen Ölfilter, denn mit diesem Vaporizer kann man nicht nur Kräuter konsumieren, sondern auch Öle und Wachs zum Beispiel, ja? Und wir werden euch jetzt mal zeigen, wie das Ganze zusammengebaut wird. Die Kräuterkammer ist also ganz hier oben, das ist das ganze Teil und es ist eigentlich nichts bei, außer hier jetzt die Kräuter reinzufüllen und anschließend das Mundstück zu nehmen, was man dann hier vorne draufklemmen kann, ja? Und schon, das ist nur ein Schutz, kann man das abmachen und kann man es eigentlich genießen. So, wenn ich jetzt Öl rauchen will, mache ich erst das Mundstück ab, mache mir die Kammer ab und die Brennkammer von unten, also die beiden Teile. Und habe jetzt hier ein Teil, wo ich eigentlich Öl mit rauchen kann. Das heißt, hier in diese Kammer jetzt, durch das Abgeschraubte, da mache ich jetzt eine Spitze Öl dran, nehme dann das Ölteil und kann jetzt hiermit Öl konsumieren. Ich schmeiß schon alles durcheinander hier. So, und wenn ich jetzt Wachs konsumieren will, schraube ich das wieder ab. Öl. Nee, Wachs, das ist jetzt für Öl. Ach so. Ja, das ist für Öl. Und wenn ich jetzt Wachs konsumieren will, dann schraube ich noch dieses Mundstück hier oben ab. Nimm jetzt den Wachsaufsatz, schraub den hier rein und kann jetzt wieder hier drauf, andersrum,
So. Kann jetzt wieder hier drauf. Und habe das jetzt für Wachs. Also jetzt kommt praktisch der Wachs da rein. Und ich kann wieder mit, mit dem anderen Mundstück arbeiten. Setze es wieder hier drauf. Und das Ding ist wieder komplett. Also schönes Spielzeug. Man kann da echt viel drin rumschrauben, wenn man Langeweile hat. Ja, auch wenn man mal nichts zu rauchen hat, schraubt man einfach ein paar Mal auseinander und dann ist man auch schon beruhigt. Ne? Ich würde sagen, wir testen das mal. Also ich bin ja zurzeit, ich darf das ja nicht mehr. Ich muss jetzt für die Aufklärung arbeiten. Aber der Willi, der ist so mutig, der als Patient, der darf das und der macht das jetzt mal. Ja, Leute, und dieses schöne Gerät hier ist uns von Hanf und Hanf zur Verfügung gestellt worden. Mächtig, prächtig. Richtig prächtig. Ja, nicht nur mehr. Schönes Hanfblatt. Die ist übrigens von Bam Bam Bohle, falls einer Interesse daran hat. Hat ein Kickloch, 18er Schliff, schönes Emblem obendrauf, abgerundetes Mundstück und unten ein Sechskantfuß. Scheint mindestens 6 bis 8 mm zu haben, also auch schon was etwas Robusteres. Wir machen mal ein paar Kräuter für dich fertig, weil du musst uns ja jetzt sagen, wie ist das? Das sieht echt aus wie Schokolade an den Seiten. Ja, das musst du auch mal rauchen. Das ist halt der Nachteil bei diesen Plastikgrindern, sage ich immer. Da muss man auch echt aufpassen beim Saubermachen. Da kriegt man immer kleine Plastik ab, was man abritzt oder so. Das raucht man nachher mit. Also, seid da vorsichtig mit oder einfach nur mit ein bisschen Butter CBD, oder Öl arbeiten. CBD-Öl. Ja gut, so viel Geld haben wir nicht. Normales Öl reicht auch. Einfach einen ganz kleinen Tropfen auf den Finger und schon rennen die Dinger auch wieder man hat kein Problem. So, wir haben jetzt hier den Satun Vapo, den wir euch vorgestellt haben und den wollen wir natürlich jetzt auch mal testen. Jetzt packen wir mal ein paar Kräuter hier rein. So, ich sag mal, wir füllen das jetzt mal so auf, nicht zu fest. Riechen tut es ja gut. Na? Jetzt nehmen wir uns ein Mundstück. Dann schieben wir das da drauf, wie gelernt. Und du bist jetzt der Glückliche, der das Ganze testen darf. Da ist ein On-Knopf, den drückst du dann ungefähr 2 bis 4 Sekunden, bevor du ziehst. Ja, und dann ziehst du ganz normal, als wenn du Luft holst. Nein, ist noch nicht heiß. Naja, es dauert oft ein paar Sekunden, gerade bei diesen kleinen Dingern. Bleibt das Licht brennen oder schaltet es sich aus, wenn es heiß ist? Das hat eine bestimmte Funktion, wenn man zu lange drauf hält, schaltet es sich aus. Also. Deswegen soll man... Vorglühen. Genau, vorglühen soll man immer. Also man darf es nicht länger als 10 Sekunden halten, weil dann geht es aus. Man kann da natürlich mehrere Mal dran ziehen, das ist ja nicht beim ersten Mal aus. Schmeckst du was? Ja, aber noch nicht. Warten wir mal, glühen wir wieder. Glühen wir mal wieder. Sonst zieh mal beim Drücken ein bisschen. Mhm. Schmeckst du was? Noch nicht, Mario. Das wird nicht hell, wird das. Ja, warm wird's. Aber ich glaube, da muss man. Ein bisschen was sollte es eigentlich schon schmecken. Ja, ja. Aber es kommt kein so Rauch raus. Das ist klar, das ist auch ein Vaporisator. Genau. Und darum ist es ein bisschen ungewohnt. Außer bei meinem Ding, was ich habe mit dem Sack, weißt, das ist ein bisschen anders, da sieht man Rauch. Ja, das ist auch, wird auch oft verwechselt. Die Leute stellen auf die falsche Temperatur auch ein. Richtig sollte man es zwischen 180 und 190 Grad verwenden.
Und dann sollte es eigentlich auch nicht richtig anfangen. Jetzt wird's heiß. Sollte es auch nicht richtig anfangen zu rauchen, weil sobald du. Ich merke schon was. Weil sobald eigentlich Rauch aus dem Mund kommt, spricht man schon wieder von einer Verbrennung. Genau. Nein, es ist kein. Nein, es ist gut. Es ist klar, es ist wirklich für Raucher, es ist am Anfang sehr ungewohnt, weil einem wirklich dieser Rauch fehlt. Ne? Der fehlt. Ja. Aber die Wirkung ist da. Also. Das ist wichtig und der Geschmack sollte auch. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das wird als Gras bezeichnet. Ich weiß es aber auch nicht genau. Kann man nicht sagen, gell? Nee, das kann man nicht sagen. Ich weiß es nicht. Also Rose war es nicht, weil dafür ist es zu grün. Nee, du. Der schaut aber reif aus. Ja. Kann man nehmen. Das Gerät ist auch gar nicht so teuer. Das könnt ihr, glaube ich, zwischen... Kann man einstecken, mitnehmen. Genau. Das legen wir zu. Es kostet zwischen 30 und 50 Euro, je nach Geschäft. Ich weiß es jetzt auch nicht ganz genau. Der Preis spielt auch bei uns hier keine Rolle. Wir sind eher da, um euch die Geräte einfach mal vorzustellen und zu testen. Ja? Die neuen E-Geräte. Die E-Zigaretten. Genau, und das Schöne ist, die halten ziemlich lange, die Batterien. Also... Es wird warm im Winter, kannst du den. Genau, als Handwärmer kann man es auch noch benutzen. Und wie du schon sagst, man kann schön einstecken, es nimmt echt nicht viel Platz weg. Und für zwischendurch im Bus, auf der Messe, im Flugzeug oder wo man immer auch ist, kann man das auf jeden Fall benutzen, obwohl Rauchverbot ist. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil an diesen Dingern. Kennt niemand. Und die Bedienung. Kannst nicht mehr Polizisten auch rauchen, nicht einmal rauchen. Genau. Und die denken ja sowieso nur an diese E-Zigaretten und von daher ist es dann auch wieder. Kommt überhaupt kein Rauch, gell? Aber die Wirkung spürt man. Schön. Ja, das ist nicht schlimm. Gut, leider haben wir kein Öl und keinen Wachs da, sonst können wir das auch mal testen, aber ich glaube, das ist auch nicht notwendig. Jetzt in diesem Teil. Ich glaube, es ist von den Dingern, die wir mal vorgestellt haben vor ein paar hundert Sendungen, Ist es mal was anderes und ich denke mal, es gibt schon so viel auf dem Markt, da muss man sich teilweise wirklich entscheiden, was will ich, wie groß soll es sein, soll es Temperatur eingestellt werden. Also man kann bei diesen zwar nicht die Temperatur einstellen, was ich gut finde ist, dass es klein handlich ist und dass man wirklich Öl und Wachs damit auch vaporisieren kann und das ist ein großer Vorteil. Also medizinisch praktisch gut. Danke dafür an dir, Dag. Und, ja, danke. Wir werden das in Verwendung halten. Das Testen. Ja. Bei dem Saturn-Warp ist übrigens natürlich auch ein, kannst du mal festhalten, wie ihr seht, hier ein Ladekabel dabei. Putzsachen. Das schaut gemütlich aus. Das ist zwei Bürsten und ein Teil zum Auskratzen, falls sich die Kräuter irgendwo verhakeln, dann kann man damit schön sauber machen. Ja, finde ich aber gut geredet. Ne, praktische Verpackung, dann packen wir das noch dazu rein. Vielleicht. Da ist es. Ja, wer findet, der? Ne? Wer das sucht, der findet. Und wer nicht findet, muss weiter suchen. Jetzt wollen wir mal zum schweren Gerät übergehen, wa? Ja. Wie geht's dir? Ja, mir geht's eigentlich jetzt gut. Bis auf das eine, jetzt haben sie mir Satifex wieder. Genommen, weil es öfter braucht, weil die Wirkung nachlässt. Mhm. Haben sie gesagt im Krankenhaus, dass das passieren wird, das habe ich auch gewusst, weil ich brauche die Wechselwirkung, aber das ist einfach mit der Gebietskrankenkasse, das sind eher eine Nebenwirkungen. Also, weil es zu teuer ist. Ja, weil es zu teuer ist. Kostet doch in der Woche 750 Euro, das sind fast 3000 Euro im Monat. Nimmst du der Kasse richtig Geld sozusagen? Mir tut es eh leid. Aber mir war das andere eh lieber. Also, und da streiten sie halt jetzt hin und her. Aber wie ich gehört habe, bist du da schon sehr lange und sehr viel am Kämpfen, dass du das irgendwie durchkriegst, oder? Ja, eigentlich schon jetzt seit 2008 und seit 2012, wie wir es das erste Mal alles abgeschnitten haben. Und seitdem bin ich halt beim Laufen und beim Kämpfen. Mhm. Ja, ist auch ganz wichtig und schön, dass du da so viel für tust. Gibt es sonst eigentlich noch irgendwie Neuigkeiten? Ja, Leute, die Cultivar ist. Ah,
Ach richtig, Kultiver, Leute. Kommen. 17. bis 19.10. in der Pyramide in Vösendorf. Ja, nicht genau. Vergessen. Die ganzen CSC sind vertreten von Österreich, was bis jetzt entstanden sind. Sind doch einige schon, oder? Ja, wir haben gestern mal durchgezählt und ich bin mit einer Hand nicht mehr ausgekommen. Ja, weil überall in die kleinen Ortschaften, in Gastein, nein, nicht in Gastein, in Wagrain. Also wir haben jetzt auf jeden Fall sieben offiziell genehmigte Cannabis-Social-Clubs. Ihr könnt euch da natürlich leider noch nicht euer geliebtes Heilkraut abholen, aber wir sind dabei, dass wir das zumindest erstmal für die Patienten durchkriegen. Wir sind vertreten in einem Bungalow. Mit dabei ist der CSC Wiener Neustadt, der CSC Wien, der CSC Tirol, der CSC Linz, der CSC Graz und der CSC Salzburg habe ich. Und der CSC Kärnten kommt auch noch dazu. Und dann gibt es nur einige kleine Schau, die was gerade beim Entwickeln sind. Aber die sind noch nicht gegründet, beziehungsweise noch nicht offiziell eröffnet. Ja, aber die informieren sie. Aber was ich noch weiß, ich habe heute einen Bericht gelesen über die Schweiz. Und da möchten sie jetzt das Cannabis-Projekt machen, also das Pilotprojekt ist genehmigt worden. Okay. Das habe ich heute habe ich das erfahren und die dürfen jetzt für ihre Patienten Cannabis verteilen. Sehr schön. Vielleicht, wenn wir dann einen Link für finden, blenden wir das nochmal unten ein. Ja. Ist ja mit Sicherheit für die anderen auch interessant. Ja, klar. Ich poste es halt auf meine Seiten. Okay, sonst schaut einfach mal bei Facebook auf die Fanseite vom Cannabis Social Club Salzburg und dann könnt ihr da auch den Link finden. Auch eine gute Idee. Ja. So, jetzt packen wir aber mal aus. Hältst du das? Was auspacken damit? Ja, jetzt packen wir mal aus. Das ist interessant. Also, das hier ist der Vapo Kit. Wie gesagt, ein sehr tolles Gerät. Muss es ein bisschen in meine Richtung halten. Wie gesagt, ein sehr tolles Gerät. Vor allen Dingen, weil es in Verbindung mit einer Bong funktioniert und das werden die meisten bei Vaporizern ja vermissen, die längere Zeit sowas geraucht haben. Ja? So, wir packen das jetzt mal aus. In dem Vapo-Kit ist erhalten ein digitaler Controller, der regelt das Ganze. Dann haben wir hier einen richtig schönen Kopf und wie man jetzt sieht, es ist übrigens alles es ist übrigens alles aus temperaturbeständigem Borosilikatglas 3.3. Wichtig. Dieser Kit hier, der hat einen 18/8 Schliff und passt somit wunderbar auf die Bons drauf. Ansonsten gibt es natürlich auch noch Adapterstücke, womit man dann auf den 14er runterkommt. Ja? Aber wie ihr seht, passt das da sehr gut drauf und macht sogar noch einen schönen Eindruck. Hier haben wir eine Halterung, das stellt man einfach so auf den Tisch. Ich packe das mal hier aus dem Weg kurz. Dann gibt es natürlich Strom. Ja, weil ohne Strom funktioniert das Ding leider auch nicht. Wir haben aber Glück, wir haben nämlich hier im Garten Strom. Also es ist nichts für unterwegs, wie ihr feststellen könnt, aber es hat auch selten einer sein Rauchgerät und Adapter, Dieselaggregat dabei. Kommt selten vor. Ne? Da ist man besser wieder auf die anderen. Sonst brauchst du einen eigenen Hänger. Genau. Was ja auch nicht schlecht ist. Nee. So. Was ist noch dabei? Hier. Der T-Shirt interessant. Das ist das Netzteil. Ja. Mit zwei Anschlüssen ist es auch ganz leicht zu unterscheiden. Das eine ist ein. Also für jeden. Genau. Das ist ein 9-Pol, wenn ich das richtig gezählt habe, in rund. Es kommt einfach an die eine Seite. Es ist auch mit einer Einkerbung. Man kann das also gar nicht verkehrt reinstecken. Mit einem kleinen Gewinde. Das wird angeschraubt. So, dann hat man hier dieses Gerät. Und der Temperaturbereich bei diesem Gerät liegt zwischen 100 und 250 Grad Celsius. Das kann man einstellen. Das ist übrigens getempert bei 560 Grad spannungsfrei. Das ist dieser Ablageblock. Ist das für das praktisch? Genau, damit legst du das Ding auf den Tisch, damit es nicht irgendwo runterfällt. Ja,
Also braucht man kein Feuerzeug mehr. Zudem hat das Ding auch ein Heizgebläse. Das heißt, das ist nicht nur einfach ein Vaporizer, sondern man kann ihn wirklich auch föhnen. Du kannst, also bei dir ist es jetzt, aber ich werde mal föhnen. Aber im Grunde genommen, der ist möglich, ja. Nein, ja. Immer wegen der Dani, weil sonst ist er weg. Das Gebläse und die Temperatur kann man natürlich stufenlos regeln. Kann man das hier am Gerät selber, da gibt es das Setup und da kann man kleiner und größer stellen. Also es ist relativ einfach. Bitte bei dem Massageschüssel, beim Massagetett. Genau. So, machen wir noch den Strom an der anderen Seite. Du schau ich Strom. Und doch. Jetzt muss ich mal kurz aufs Fahrrad Strom erzeugen. Kleinen Moment. Der Kleine. Jetzt haben wir das Gerät angestellt. Hör mal, du kannst mir nicht einfach meinen Platz wegnehmen. Das ist der Einauge. Stell dich erstmal vor. Wer bist denn du überhaupt? Der Nickel. Ja, der Nickel, ja. So, jetzt sieht man bei dem Gerät schon, was ist jetzt? wenn ich dann nochmal kurz drücke, dann sehe ich jetzt 190, ne? Dann kannst du gerade einstellen. Genau, kannst jetzt durchstellen zwischen die Einerzahl, die Zehnerzahl oder die. So, jetzt machen wir mal auf 190 Grad. Drücken dann nochmal Setup. Und das ist das Gebläse. F10 kann ich jetzt auch runter oder höher, wie ich will. Sag dann nochmal OK. Das ist auch OK. Und jetzt. Sollte es dann eigentlich funktionieren? Der Vapokit, der arbeitet übrigens mit zwischen 110 und 230 Volt, 50 bis 60 Hertz. Es ist ein EU-Stecker, es sind noch zwei Ersatzsiebe dabei. Kriegst du es unter drin? Genau. Also, das heißt, es funktioniert wirklich nur das Teil, wenn man es aufsteckt. Ja. So, jetzt füllen wir da mal schnell was ein. Dass es genug ist. Ja, Mario, fühlst du das halt an? Ich hätte nichts dagegen. Ja. Aber man muss es ja nicht übertreiben. Na, steck's mal ein. So geht's richtig. So, dann reicht das Ding mal rüber. Und dann sage ich mal, oh, ich rieche das so schon. Ja. Super. Und jetzt sieht man nämlich, dass da richtig was rauskommt. Das ist Malte-Geschmack. Also ganz anders als wir, wenn du das nur pur rauchst. Mhm. Also das ist wirklich, wenn du das mit Feuer anzündest. Mhm. Und das Schöne ist, man sieht wirklich, wie der. Jetzt laufen nur die Brüder. Jetzt sieht man wirklich, wie schön der Vaporizer arbeitet und wirklich. Alles aus dem Kräutern rausholt. Es verändert wirklich seine Farbe. Man sieht wirklich einen leichten Dampf drin. Also es ist wirklich noch kein Qualm. Sondern es ist rauchen, angenehm. Ja, nicht husten. Guck mal, ich muss husten, obwohl du vaporisierst. Das ist Gewohnheit so. Na gut. Na, auf alle Fälle haben wir Teil. Aber es riecht wirklich angenehm. Also, arbeitet auch sehr leise das Gerät, also. Da hört ihr, dass er so ein ganz kleines Geräusch ist, aber wirklich. Man kennt den ganzen Geschmack raus. Also, das. Ich glaube, das geht nur mit Verdampfen. Ja. Das Verbrennen bringst du das gar nicht hin, glaube ich. Naja, das ist. Man verfälscht ja immer viel auch mit dem Verbrennen, gerade wenn Tabak mit dabei ist. Mir kommt es sogar besser vor als wie der Vaporizer, was ich habe. Also mit dem Sack, was du aufblasst. Mhm. Weiß ich nicht. Ja gut, ich bin der Bongraucher. Ja, das ist das eben. Man hat wie gewohnt die Bong in der Hand. Und ich glaube, das wird einigen taugen, die davon nicht wirklich loskommen und weiterhin das Gefühl des Blubberns haben wollen, da ist das, glaube ich, eine sehr gute Kombination. Das ist eine gute Idee. Mit den Gebläse. Ich habe das gesagt. Das Gebläse kann ich natürlich auch ausstellen.
Und ich finde, dafür, dass wir da so wenig reingetan haben, ziehst du jetzt bestimmt schon das vierte oder fünfte Mal. Ja, das ist gut. Und es kommt immer noch gut was raus, ne? Ein bisschen hantig wird es mit der Zeit. Mhm. Also der Geschmack wird, aber es ist einfach... Hantig? Was heißt für die, Deutschen hantig? Das möchtest du wieder wissen. Bisschen bitter. Ah, okay. Ja, das ist normal. Wenn fast alles rausgezogen ist, dann merkt man es, wie es langsam bitter wird. Ich höre dann auf. Okay, ich bin gespannt. Kommt da nur gut Rauch? Muss man ja nicht alles auf einmal rauchen, gell? Na, muss man nicht. Kann man. Ja, wenn's, sonst tust du raus. Genau, wenn man raus tut, dann hört man jetzt noch, wie das Gebläse ein bisschen nacharbeitet. Man kann natürlich hier alles nehmen, wie die Allandwurzel, Ashwagandha, Baldrian, Basilikum, Damiana, Traumkraut, Eisenkraut, Eukalyptusblätter, Gewürznelken, Gingoblätter, Guarana und natürlich auch unser geliebtes Cannabis. Alles sollte man allerdings mit verschiedenen Siedepunkten temperieren. Bist du jetzt auf 190? Ich bin jetzt auf 190 und man könnte jetzt zum Schluss nochmal auf 200 raufgehen. Ja, ich weiß nicht, ob wir das hier während des Dings machen können. Da müssen wir erst nochmal ein Setup machen. Das heißt, wir schalten das einmal aus, das Gerät. Genau. Na, jetzt kühlt es kalt. Genau, jetzt kühlt es nämlich einmal kalt ab. Ja. Ja, ist schon noch. Und jetzt stellen wir es nochmal an. Also man fängt, je nach Kraut ist das natürlich unterschiedlich und es ist zwischen 100 und 250 Grad einstellbar. Wie gesagt, wenn man jetzt weiß, bei Cannabis zum Beispiel verwendet man 180 bis 190 Grad, kann man, wenn es jetzt so wie das ganz durchgeraucht ist, kann man einmal auf 200 hochgehen. Das ist nur gut. Das ist wirklich. Es ist sehr ergiebig, oder? Wahnsinn. Wahnsinn. So, ich habe das Teil jetzt mal ausgestellt, weil der hört gar nicht mehr auf hier. Also, man kann es auch für. Bei mir geht es um 9 Uhr Vormittag auch. Du bist halt schon der Dritte. Na du Armer. Gute Arbeit. Kann man sich dran gewöhnen. Ja, wenn man dann fertig ist, kann man das einfach abnehmen. Kann das dann schön auf den Tisch legen. Und hier merkt man noch, da kommt noch ein bisschen warme Luft raus. Also es kühlt noch nach. Aber super Gerät. Und man kann das gleichzeitig als Raumheizung benutzen. Das darf ich jedem empfehlen. Ja. Also das ist wirklich. Ich hoffe auch, ihr kommt mal in den Genuss, das zu testen. Geht einfach mal in den nächsten Shop, fragt nach G-Spot Vaporizer und ich möchte hier wirklich keine Preise nennen, weil ich nicht weiß, wie die Händler das teilweise anbieten und ich möchte da keinen Preiskampf auslösen. Ja, das werden wir auch nicht tun. Ja, also mindestens eine Minute sollte man das Ding auf jeden Fall stehen lassen und auch auskühlen lassen und dann kann man das Gerät eigentlich auch aus der Steckdose ziehen. Oder die nächsten Freunde einladen, je nachdem, wie man es mag. Ja, wir sitzen hier an so einer Mofa-Rennstrecke, wie ihr hört. Die haben da hinten irgendwie, da muss da was sein. Ja, ich hoffe, also die Lüftung ist übrigens regelbar zwischen 10% und 99%. Der Temperaturbereich ist zwischen 150 und 450 Celsius regelbar. Ja, ich hoffe, wir haben euch jetzt von diesem Gerät... Dürfen wir das einmal anschauen? Jetzt schauen wir das nicht mehr an. Genau, jetzt gucken wir uns das mal an. Und jetzt sieht man auch richtig, das hat fast kein Grün mehr. Das ist richtig ausgebräunt, gräulich. Und das ist genau... Es ist noch ein bisschen was drin gewesen. Ja. Nein, es ist ja. Aber es, also so wie es ausschaut, hat es auf jeden Fall. Man sieht, dass es ist zwischen bräun, gräulich. Was macht das der Walter? Eventuell. Können wir es probieren. Zum Geburtstag. Na, also das würde ich wirklich nicht mehr empfehlen, das noch zu rauchen. Es schmeckt einfach nicht, ja. Und es ist auch wirklich nichts mehr drin, sage ich mal. Man sieht es aber wirklich sehr schön an der Farbe und das können mal andere mit ihren Vaporisatoren, können das mal probieren,
Sobald das verkohlte Stellen hat oder verbrannte Stellen, war die Temperatur eindeutig zu heiß und es hat eine Verbrennung stattgefunden und das hat einfach nichts mehr mit Vaporisieren zu tun. Ich möchte euch ganz kurz nochmal was ganz Günstiges, was ganz Günstiges vorstellen. Den Kopf vom Vaporizer tun wir mal wieder runter. Das ist nämlich der Vapocane. Den hat mir der Ernst von Dagmar mitgegeben. Das ist nämlich eine ganz, ganz günstige Variation von Vaporizen. Ist ja interessant. Ohne Strom und ja. Ja, mit Batterie. Nee, das ist auch ohne Batterie. Das hat nämlich eine ganz andere Funktion. Dort hat man einen, den gibt es mit 14er und 18er Schliff. Das ist jetzt ein 14er. Ach so, das auf die. Aha. Ja, also im Offenen sieht das dann. Ist aber Verbrennung. Ah, langsam, langsam, das erkläre ich dir. Im Offenen sieht das dann so aus. Ups, das war nur die Siebe. Ah, die sind auch super, schau, die sind schön. Genau, da sind nämlich vier Ersatzsiebe dabei. Dann aber die Gurten, gibt's auch verschiedene. Der nächste Renner. Mein Gott. Jetzt habe ich so eure. So wie was geraucht oder du? Ja, frage ich mich auch gerade. So, und diesen gibt es auf jeden Fall mit dem 14er und dem 16er Schliff. Wir nehmen jetzt mal 14er und 18er Schliff, sorry. Und wir nehmen den mit dem 18er Schliff. Der passt dann da drauf. Da kommt das Sieb rein. Das ist so ein kleines abgerundetes Metallsieb. Das kommt dann unten rein, damit die Kräuter nicht durchfallen. Und dann hat man hier ein Glasstift, wie ihr seht. Ja. Man füllt jetzt wieder die Kräuter hier rein. Macht einfach den Glasstift da drauf. Und das Einzige, was man jetzt dazu braucht und was ich jetzt schnell holen müsste, ist Feuer. Richtig. Ja. Ja, Willi, bist du noch fit? Ich bin sehr fit, gerade jetzt bin ich fit, das passt. So, jetzt nachdem du so 5 Minuten gewartet hast, ist das eine entspannende Wirkung dieser Vaporizer-Kit? Wow, wow. Ja gut, ich muss ja sagen, geht auch viel um das, wie das ist. Natürlich, verschiedene Heilkräuter, verschiedene Wirkungen. Du hast da gute Heilkräuter mit gehabt, heute bin ich wirklich zufrieden. Ja, ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Also, ja, vermisst doch nicht. Auf jeden Fall. Super, kann ich nur empfehlen. Echt, ja. Wirklich, auch vom Rauchen her. Nee, vom Vaporisieren. Vom Vaporisieren, das ist ja natürlich. Nein, es ist anders. Es ist einfach viel milder, kommt es mir vor. Mhm. Und die Wirkung, Würdest du sagen, dieses Gerät mit dem Vaporizer-Kit ist auch für Nichtraucher geeignet? Ja. Also glaubst du nicht, die müssten davon husten? Nein, also mir geht es nicht so. Okay. Also. Würdest du jetzt einem, der medizinisch das nutzen will, würdest du einem eher dieses kleine Ding empfehlen oder eher sowas? Natürlich, das zum Mitnehmen ist super. Das kannst du einstecken, kannst du überall mit hinnehmen. Das für zu Hause. Wenn's, kannst du das in die Stadt oder in der U-Bahn? War mal eine Idee. Aber du glaubst schon, dass das hier was für Trainierte ist oder Leute, die es öfter schon getan haben? Ja, sicher. Ja. Also, ich finde, das ist ein medizinisches Gerät, finde ich. Naja, schön ist es halt immer wieder, wenn man durch die Wasserpfeife konsumiert, dass es halt noch zusätzlich durchs Wasser gefiltert wird und deshalb kein Feinstaub aufgenommen wird. Vor allem ist man das Blubbern ja so gewohnt. Genau, wir sind ja leider alles Gewohnheitsmenschen. So, jetzt schauen wir nochmal, das ist das 18er Adapterstück von dem Vapocane und das füllen wir jetzt auch nochmal an. Für dich nehme ich diesmal... wie heißt das Kraut noch? Silberner Hexenfuß. Ja, Hexenfuß ist gut, die haben es früher verbrennt, die Hexen. Stecken wir dann da drauf, dann kommt das da drauf. Und so wie wir vorhin stehen geblieben sind, braucht man nämlich jetzt ein Feuerzeug. Aber Leute. Kannst du vergessen. Das kannst du vergessen, da bist du eine Stunde dran oder länger, gell? Brauchst du einen Flammenwerfer. Da brauchst du schon einen Flammenwerfer. Das hier ist sogar mit Kindersicherung, also für mich eigentlich gar nicht geeignet. Jetzt darf man keinen Fehler dabei machen. Es ist zwar eine ganz einfache Konstruktion, aber es gibt zwei Variationen. Dieses Ding. Dieses Ding kann ich nämlich rauchen, sowie auch vaporisieren. Ja. Ja? Weißt du den Unterschied? Ja,
dass du nicht selber, dass du mit dem Feuer nicht auf die Heilkräuter kommst, sondern wahrscheinlich daher, dass sie das erhitzt. Wenn ich nämlich das Feuer hier oben dran halte und du ziehst jetzt, dann zieht sich die Flamme in das Rohr rein und das brennt an und du rauchst wirklich pur, Und das ist dann, kann heftig werden, wenn man nicht drauf... Das ist nur für die Härte oder was? Na, das tut man eigentlich nicht, denn das Feuerzeug, das hält man einfach hier dran. Ja. Die Flamme sieht man jetzt in der Kamera kaum. Nein, man sieht schon, blau. Das ist, aber sie ist heiß. Sehr heiß. Ich hätte nicht so befallen. Und jetzt machen wir das mal so, dass es richtig schön heiß wird. Ja, und die Hitze geht dann nach unten. Logischerweise. Und erwärmt so das Glas, dass es praktisch die Temperatur annimmt, dass man unten verdampfen kann bzw. vaporisieren kann. Du kannst ja jetzt schon mal testen, ob da irgendwas rauskommt. Ja, das kann natürlich auch passieren. Probier mal einfach, ich halte mal einfach weiter dran. Also ihr seht, man muss schon ein bisschen mehr Geduld haben. Muss man so ein bisschen warten, muss richtig aufheizen, meine ich, glaube ich. Ja. Also ihr seht, mit dem normalen Feuerzeug hätte man da schon mal gar keine Chance. Und auch mit so einem Bunsenbrenner, sage ich mal, muss man da echt schon draufhalten. Sollte vielleicht auch eine Flasche Gas in petto haben. Weil wenn einem das zwischendurch ausgeht, dann ärgert man sich nur, dass man schon 5 Minuten erwärmt hat. Ja, steh auf. Schau mal, ob es heiß ist. Ja, anfassen würde ich es nicht an einer Stelle. Ja. Also, was nutzt du dann da, die Kindersicherung? Ja, wenn du das Feuerzeug nicht anmachen kannst. Ich habe mir doch nicht verbrennen. So, versuch nochmal. Ja, probieren wir. Also man sieht schon eine leichte Färbung, das heißt ein bisschen wird schon erhitzt, das sieht man. Spielt auch schon was. Ja. Ist so wieder kein so. Also, das ist intensiver, aber man spürt es. Okay. Ich bin auch mal gespannt, wenn wir das jetzt mal so. Schätzungsweise haben wir das jetzt mal 1 bis 2 Minuten schon da dran gehalten. Ist ja auch nicht wenig. Jetzt müssen wir mal schauen, wenn ich das noch ein bisschen erhitze, ob das noch besser wird. Und dann schauen wir uns mal die Füllung nachher an, ob die ungefähr dieselbe Farbe hat wie bei dem Vaporizer Kit. Genau. Also man sieht auf jeden Fall, jetzt geht's, dass jetzt langsam was kommt, ne? Aha. Es ist geschmacklich genauso. Willi. Jojo. Geschmacklich. Ja, du glaubst, ich bringst mich heute auch mit dem Zeug. Aber gut. Na, umbringen will ich dich auf keinen Fall. Ich weiß nicht, was ich tue. Auf alle Fälle ist es sehr gut. Es geht. Ja. Aber du brauchst ja viel Gas. Mhm. Also die Varianten gefällt mir besser. Aber klar, das kostet nichts, kann man probieren. Ich habe oft das Gefühl, versuch das mal alleine. Ja. Wie die Handhabung eigentlich ist, wenn man damit alleine zu Hause ist. Ja, das glaube ich geht ganz normal. Jetzt drauf, der Mann. Ja, ne, braucht man schon länger. Ja, es ist wie beim Sex im Alter. Da braucht man schon länger. Ja, du Schatz, da lebt der Tiger erst auf. So. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich bin ja noch nicht so alt, ich bin erst 35 knapp. Ja, 35, ich bin 23. Echt? Wenn du 35 bist. So, Schnitt, wir müssen das rausschneiden jetzt hier. So, komm, dann. Was sagst du, Dani, ob der noch aufnimmt? Ja, natürlich. Ja, also,
Ich weiß nicht, was ich zu dem sagen soll. Nur ein bisschen hat man es gespürt, aber das ist eher für Anfänger, die was ein bisschen länger brauchen oder was. Also für Leute, die sparen wollen und trotzdem mal sowas testen wollen. Ja, und nicht viel Gas brauchen. Schau, dass ich euch auch wieder sehe. Aber man sieht hier wirklich, das Wasser, das ist wirklich nicht jetzt wie bei einer Bon, wie man das kennt. Das ist wirklich, das kannst du fast noch trinken, sag ich mal. Das hat nicht mal eine Färbung. Das ist mal wieder der Unterschied zwischen normale Bon rauchen bzw. nur vaporisieren. Anfassen würde ich das jetzt weder oben noch unten. Also hier unten wird's, geht's, ja. Bis hierhin kann man, aber ab da, wo die Kräuter sind, da ist es schon recht heiß, ja. Das braucht, du musst das, glaube ich, 5 Minuten richtig aufheizen. Wenn es richtig heiß ist, kannst du es dann mitgeraten. Sollen wir mal gucken, wie das aussieht jetzt? Ich versuche das mal schnell abzunehmen. Und ich muss sagen, da ist noch viel drin. Da ist noch viel drin, ja. Es kann natürlich sein, wenn ich das reinfühle, sehe ich, das ist ziemlich. Es ist ziemlich dicht. Vielleicht habe ich das ein bisschen zu sehr gestopft, ja. Das kann möglich sein. Genau, das ist ja Wahnsinn. Du hast das ja wieder so gut gemacht. Ja. Aber ich glaube, du musst leichter stopfen. Dann funktioniert das, glaube ich, besser. Jetzt lockern wir das nochmal ein bisschen auf. Weil das ist ja fast. Und das nochmal drauf. Und testen wir das nochmal kurz. Haha, heiß. Niki. Na, kommt da was. Warte, das tue ich selber. Niki, wir nehmen gerade auf. Weil ich kann ja anstehen auch. Ja, stimmt. Jetzt so. Jetzt hätte ich bald was gesagt. So, wir heizen ein zweites Mal. Mit der Flamme wirklich aufpassen, dass du nicht zu weit nach oben kommst und ziehst du die Flamme wirklich rein. Ja, dann hast du wieder Verbrennung. Ja, ja. Aber ich glaube. So eine leichte Trübung sieht man, aber lang nicht so viel wie beim Vaporizer Kit. Ja, bissi. Aber es ist schon anstrengender, oder? Auf alle Fälle. Muss man ziehen, ne? Ja, das ist was für die Jüngeren. Die haben noch mehr gedacht, schau, wieso geht bei das Feuer nicht aus? Ja, das ist die Kindersicherung. Das ist, selbst wenn die Kinder sich mal entfernen, brennt es eine Zeit lang noch weiter. Ja. Ja. Naja, okay. Ja, ihr habt also jetzt mal die Unterschiede kennengelernt. Das letzte ist ein bisschen eine Spielerei, ist auch interessant, kann man machen, kann man probieren. Aber das, was mir gefallen hat, ist eben der Stift zum Mitnehmen. Der ist geil, der ist wirklich gut und das Gerät auch. Und wenn man die schwarze nicht will, dann malt man sie halt grüner oder was. Ja, gut. Da ist man ja variabel. In diesem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, wir haben euch da ein bisschen weitergeholfen und mal wieder ein bisschen was Neues gezeigt. Ja. Wir sehen sich wieder. Und diesmal auf der Messe. Wir bedanken uns nochmal bei G-Spot, bei Nedark und natürlich bei Hanf und Hanf. Und wir sehen uns auf der Cultiva Hanfmesse vom 17. bis 19. Richtig. Und dort im Bungalow. Und dort könnt ihr uns mal besuchen und natürlich auch Mitglied werden bei den Clubs. Helft bei der Unterstützung. Wir brauchen jetzt wirklich jede Menge. Auch bei den Fachabteilungen könnt ihr euch aktiv mit einbringen. Macht einfach mit, seid dabei, denn wir legalisieren jetzt, Leute. Zieht euch warm an. Bis dann. Ciao. Tschüss. Viertel.